Hallo, mein Name ist Anita und ich begrüße euch in der Paulmann Lichtwelt auf YouTube. Heute werde ich Freunden bei der Lichtplanung in ihrem Neubau unterstützen. Warum ich ihnen für den Küchen- und für den Wohnbereich das U-Ray-System empfohlen habe und wie das Licht in den Räumen wirkt, das zeige ich euch jetzt. Mit dem U-Ray-Schienensystem könnt ihr flexibel die unterschiedlichsten Lichtsituationen auf einer durchgängigen Schiene erzeugen. Von einem Stromauslass aus könnt ihr das Schienensystem durch den gesamten Raum verlegen und das sogar über Ecken. Das Licht kann also überall dorthin gebracht werden, wo ihr es benötigt, genau wie hier im Haus bei meinen Freunden. Hier haben wir uns für die chrommatte Variante entschieden, die man entweder direkt oder mit Abstand unter der Decke anbringen kann. Dabei könnt ihr zwischen Komplettsets oder einzelnen Komponenten wählen. Die Schienen, Spots und Pendel bekommt ihr in unterschiedlichen Farben. Die Spots gibt es in den Lichttechniken LED, Halogen oder mit Energiesparlampe. In der Küche plane ich mit dem U-Ray-System unterschiedliche Lichtsituationen für die Arbeitsfläche, die Hochschränke und für den Küchentisch. Als erstes beginnen wir mit der Arbeitsfläche und Spüle. Um die Arbeitsfläche gut auszuleuchten, haben wir uns hier für direktes Licht entschieden. Dafür positionieren wir die Leuchten über der Kante der Arbeitsfläche. Das geht wunderbar mit diesem LED-Spot. Wie ihr seht, ist die Arbeitsfläche jetzt sehr gut ausgeleuchtet. An der Wand hat sich ein schönes Lichtbild gebildet. Und die Schubladen gegenüber in der Kochinsel erhalten auch noch genügend Licht. Die Hochschränke sollen mit einem richtbaren und direkten Licht angestrahlt werden. Beachtet dabei den Abstand, um die Flächen möglichst optimal auszuleuchten. Der Abstand zur Wand sollte zwischen 60 cm und 1 Meter liegen. Dafür nehmen wir diese schwenkbaren Spots und richten sie auf die Schrankfläche aus. Auf diese Art und Weise ist der Innenraum gut ausgeleuchtet und schaut mal, wenn ich die Tür schließe, reflektiert die helle Schrankoberfläche das Licht. Und so ergänzen sich die Lichtbereiche zu einer schönen Raumbeleuchtung. Und möchtet ihr einen Bereich einzeln schalten, dann empfehle ich euch einen Infrarotsensor mit Fernbedienung. Jetzt brauchen wir in der Küche nur noch Licht für den Essbereich. Als letztes Element an unserer U-Ray-Schiene in der Küche wollen wir eine diffuse und direkte Beleuchtung über dem Esstisch mit den Pendeln erzeugen. Mit diesen Pendeln, die weiches Licht erzeugen, erreicht ihr eine schöne stimmungsvolle Beleuchtung. Natürlich eignet sich das U-Ray-System auch für andere Räume. Auch im Wohnzimmer kommen die Spots besonders gut zur Geltung. Mit dem gerichteten Licht können wir die Wand direkt anstrahlen. Auf diese Art und Weise kommen die Bilder besonders gut zur Geltung. Hier im gemütlichen Bereich haben wir uns für den Spot Pillow entschieden, denn dieser kann zwei verschiedene Lichtarten erzeugen. Über die Reflexion des indirekten Lichtanteils an der Decke wird der Raum sanft und schattenarm ausgeleuchtet. Der Raum wirkt somit viel größer und die Deckenhöhe weniger drückend. Den direkten Lichtanteil könnt ihr als zusätzliches Raumlicht nutzen. Wie ihr seht, ist das U-Ray-System vielfältig einsetzbar. Mit nur einer Schiene und einem Stromauslass könnt ihr verschiedene Lichtsituationen im Raum platzieren und bestimmte Abschnitte mit der Fernbedienung steuern. Und nun möchtet ihr doch bestimmt wissen, wie das U-Ray-System installiert wird. Dazu schaut euch einfach das Video von Jens an. Wenn ihr mehr über Licht erfahren möchtet, dann abonniert unseren Kanal. Für Tipps und Fragen könnt ihr mir gern einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, eure Anita.